Hallo liebe Gitarrenfreunde, heute habe ich etwas Besonderes für euch, nämlich eine Gitarre, die ich von einer Schülerin habe, die ich überarbeiten muss. Denn es ist folgendes, an dieser Gitarre ist eigentlich fast alles zu reparieren, was man reparieren kann. Ein wunderbares Beispiel für euch, falls ihr irgendein Problem habt, findet ihr das wahrscheinlich auch an diesem Modell. Ich gebe euch jetzt einen groben Überblick, das, was alles gemacht werden muss. Und danach zeige ich euch die Sache nochmal im Einzelnen an der Gitarre, damit ihr das besser einschätzen könnt. Und dann geht es auch wirklich an die Reparatur. Da könnt ihr zuschauen, wie man so etwas auch selber machen kann. Die Verantwortung natürlich, die übernehmt ihr dann, wenn ihr das macht, weil ich bin ja nicht dabei. Okay, es geht los. Ich stelle die Gitarre mal im Groben vor. Als erstes fällt auf eine unglaublich hohe Saitenlage. Die Saiten sind alt, ist nicht schlimm, die könnte man auswechseln. Mache ich in dem Atemzug natürlich auch, weil der Klang ist relativ stumpf, was auch nicht zu verwunderlich ist, weil die Saiten sind eigentlich ziemlich verrostet. So, dann überprüfe ich den Hals. Der ist durchgebogen, das heißt, ich habe hier etwas mehr Spielraum, als ich eigentlich haben dürfte. An dem Ende, hier am Sattel, ist der Abstand zu hoch. Hier an dem Ende, also der Abstand hier, der Steg ist auch zu hoch. Das heißt, es könnte sein, so wie es aussieht, ist die Decke etwas gebogen. Und jetzt geht es natürlich darum, was mache ich in welcher Reihenfolge. Ganz wichtig, wenn so viel zu machen ist, ist ganz wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. Weil die eine Sache, die ich sozusagen verbessere, reguliert eventuell schon eine andere oder verändert diese zumindest. Deshalb ist es ganz wichtig. Also ich habe hier drei richtige Baustellen. Das ist der Sattel, die Stegeinlage, beides muss niedriger gemacht werden und der Hals muss gerade gebogen werden. So, das erste, was ich mache, ist der Hals. Der Hals wird gerade gebogen, denn das verändert ja sofort auch die Höhe am Sattel. Und teilweise natürlich auch an dem Ende die Saitenlage. Und was daraus dann wird, das gucken wir uns immer an. Jetzt gehen wir aber noch einmal auf die einzelnen Stellen. Ich zeige euch die von ganz nah, damit ihr wirklich seht, was ich überhaupt meine. Und damit ihr das vielleicht mit eurer Gitarre vergleichen könnt und dann einschätzen könnt, wie weit eure vielleicht von dieser Gitarre entfernt ist. Also man kann auf dieser Gitarre spielen, das muss man nochmal betonen. Aber mit Spaß hat das überhaupt gar nichts zu tun. Man müsste dicke Nerven haben, richtig dicke Hornhaut. Und für einen Anfänger, würde ich mal sagen, ist das eigentlich schon das Todesurteil. Man hört eigentlich sofort wieder auf, weil der Spaß bleibt komplett aus. Es geht hierbei übrigens um eine Harley Benton HBX 5TBK, heißt dieses Modell. Dieses Modell gibt es seit 2009. Ich habe mal etwas nachgeforscht, wie es den Anschein hat. Sieht es so aus, als ob dieses erste Modell ab 2009 wirklich, und das scheint eins von denen zu sein, einige Probleme hatte. Nämlich genau die, dass die Decke sich zum Beispiel hebte. Diese Gitarre wurde später anscheinend verstärkt, so dass die nächsten Gitarren wahrscheinlich nicht mehr so aussahen. Falls ihr so ein Modell habt, könnt ihr gerne mal nachschauen, wann es gekauft wurde und vergleicht es mal, könnt ihr mir in den Kommentaren vielleicht eure Erfahrungen schreiben zu diesem Modell. Meine Prophezeiung erstmal für die Reparatur ist eigentlich die, dass ich die Gitarre eigentlich ziemlich gut hinbekomme und ich glaube auch, dass sie wirklich einigermaßen vernünftig klingt. Für 129 Euro kann man natürlich nicht den Wahnsinnsklang erwarten, aber wenn man berücksichtigt, dass die Gitarre einen Pickup hat und mit neuen Saiten, denke ich, dass sie sehr gut zu spielen ist und für einen Anfänger eigentlich schon mehr als ausreichend ist, wenn sie gut von der Saitenlage ist. Und das machen wir jetzt. So, wir gehen mal an die Sache ran. Fangen wir an mit der Saitenlage. Hier ist das 12. Bundstäbchen, hier ist das 13. Um es eindeutig mal festzulegen für euch und auch damit ihr es selbst nachprüfen könnt, ich nehme 5 Cent Stücke, lege die über beide Bundstäbchen, das 12. und 13. Und ihr seht, da ist noch Platz. Ein drittes 5 Cent Stück würde allerdings schon die Saite hochheben.
Das heißt, man könnte jetzt festhalten, es ist Platz für 2,5 5 Cent Stücke. Als Vergleich dazu zeige ich euch jetzt den Abstand einmal an meiner Spielgitarre. Das ist eine Tanglewood. Und dann schaut ihr mal, wie der Abstand da liegt. Also ich tippe auch nochmal so drauf, dann seht ihr ungefähr, wie das aussieht. Die anderen Seiten sind alle gleich. So, jetzt kommt meine Tanglewood. So, ihr seht jetzt hier 12. Buntstäbchen, 13. Ich nehme jetzt mal ein. So, und da seht ihr, das ist also ziemlich genau ein 5 Cent Stück, was da runter geht. Und das ist auch okay. Man wird es vielleicht sogar noch, wenn es drauf anlegt, etwas tiefer kriegen. Aber das ist eigentlich eine gute Marke, die man sich merken kann. So, hier sind wir jetzt an dem ersten Buntstäbchen. Und da würde ich auch sagen, das ist zu hoch für ein bequemes Spiel. Es ist allerdings jetzt schlecht zu messen. Ein 5 Cent Stück kriege ich zwar drunter, hebe dann aber auch schon die Seite etwas hoch. Das heißt, das ist etwas weniger als ein 5 Cent Stück. So, jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, ein wichtiges Kriterium, wenn man Gitarren bearbeitet. Und zwar geht es jetzt um die Stegeinlage. Es sieht ja so aus, dass wir hier an der Stegeinlage feilen werden, dass die Stegeinlage tiefer kommt. Das bedeutet im Endeffekt, stellt euch vor, die Stegeinlage ist jetzt ungefähr 2 mm tiefer. Dann wäre sie hier an dem Ende kaum zu sehen. Hier an dem Ende wäre sie wirklich schon auf einer Ebene mit dem Holz. Dann schaut euch die Seiten an. Wir sehen hier, von hier kommend zu dem Stegpin, sehen wir einen Winkel. Der Winkel ist total wichtig, weil dieser Winkel erst den Druck ausübt auf die Stegeinlage. Gucken wir uns das aber mal an der dünnen E-Seite an. Dann seht ihr, dass dieser Winkel eigentlich schon hier relativ gering ist. Wenn ich jetzt die Stegeinlage tiefer lege, dann habe ich überhaupt keinen Druck mehr, weil hier vom Holz, vom Steg selber, vom Holzsteg, liegt die eigentlich schon zu hoch, weil wenn die jetzt dann tiefer liegt auf dem Steg, der eigentlich so gut wie gar nicht mehr über das Holz guckt, dann kann kein Druck ausgeübt werden. Das heißt mit anderen Worten, ich muss die Gitarre so verändern hier am Steg, dass die Saite auf jeden Fall von unten immer auf dem Steg Druck ausüben kann. Das heißt, ich werde hier Fräsung vornehmen, direkt an jeder Seite vom Stegpin auskommend zur Stegeinlage. So, das erste, was ich übrigens mache, ist mit den alten Saiten, dazu möchte ich die neuen Saiten noch nicht missbrauchen. Ich löse die Saiten einmal, ich lockere sie hier an den Mechaniken, so dass ich den Hals verstellen kann, weil das ist das erste, was wir machen. Die Reihenfolge ist also den Hals einstellen, dann den hinteren Steg runterfeilen und wenn da nötig, den Sattel noch. Und das werden wir dann sehen, ob das alles funktioniert. Dann am Ende würde ich dann die neuen Saiten aufziehen. Ich sage euch auch direkt warum, weil ich muss vielleicht öfter die Saiten lösen und wieder festdrehen, um die Spannung zu überprüfen. Und je öfter man sowas macht mit neuen Saiten, desto mehr schadet das den Saiten. Also das Beste ist eigentlich, man würde die Saiten möglichst immer in der Stimmung belassen, wie sie einmal aufgezogen wurden. So, jetzt geht's aber los. So, es geht los. Ich löse als erstes die Saiten etwas, dass ich den Hals verstellen kann. So, die letzte Saite, die stelle ich nicht ganz locker ein. Ich habe hier jetzt ein C eingestellt, genau in der Mitte, weil wenn ich jetzt diesen Imbus hier nehme, den hier reinstecke in die entsprechende Mutter, jetzt kann ich den Hals verdrehen. Anhand der Veränderung der Stimmung, wenn ich daran drehe jetzt an dem Imbus, merke ich, ob der Hals nach vorne geht oder nach hinten.
kommt der Hals nach vorne weiter, also dann wird er im Grunde noch krummer, als er schon ist, dann würde ich in die falsche Richtung drehen, weil ich will den Hals ja nach hinten haben. So, ich schau mal. Ne, der ist in die andere Richtung gegangen. So, ich muss also nach unten drehen. Für die, die es noch nicht wissen, in dem Hals hier, in dem langen Hals, ist ein Stahlstab eingebaut und der ist nicht gerade, sondern leicht gebogen. Und deshalb, wenn ich hier daran drehe, ändert sich entsprechend die Krümmung des Halses. So, jetzt bin ich deutlich schon höher gegangen. So, ich mache das aber noch etwas mehr, weil wenn ich die Spannung wieder drauf habe, dann wird sich der Hals ja wieder verziehen. Das muss ich alles schon vorher berücksichtigen. Ich teste das jetzt mal hier unten an der dicken E-Seite an. Die ist jetzt leicht auf Spannung. Halte hier oben einen Finger drauf, wo mit dem Daumen hier ungefähr am 14. Bund und tippe jetzt in der Mitte. Und selbst jetzt ist immer noch etwas Hohlraum da. Da aber gleich Spannung raufkommt und ich dann erst etwas Hohlraum haben will, gehe ich noch weiter nach hinten, dass der im Grunde leicht sogar nach hinten gebogen ist, ohne Spannung. Teste ich nochmal an. So, jetzt liegt die Seite auf. Das könnte jetzt sein, dass der Hals gleich relativ gerade ist. So, stimmt jetzt einigermaßen. Ich mache den Test nochmal. Erster Bund gedrückt, 14. Bund Daumen gedrückt. Und jetzt habe ich wirklich optimalen Abstand. Ich kann wahrscheinlich ein dünnes Papier könnte ich noch runterschieben. Aber mehr auch nicht. So sollte es eigentlich sein und dann ist auch schon gut. So, die Auswirkung hier oben sehe ich sofort. Am Sattel ist es zwar immer noch zu hoch, aber bei weitem nicht mehr so, wie es war. Hier an dem Ende teste ich das nochmal an. Wir hatten ja vorher 2,5 5 Cent Stücke. So, jetzt ist es schon so, dass ich 2 5 Cent Stücke zwar runterschieben kann, aber dabei wird schon die Seite etwas angehoben. Aber ich will die Gitarre eigentlich noch ein bisschen tiefer haben, denn die soll ja bequem zu spielen sein. So, ich mache aber vorher noch mal einen Test. Ich teste, ob die Gitarre vielleicht irgendeinen Haken hat, zum Beispiel was die Bünde betrifft. Was ich vielleicht auch hätte vorher machen können, einmal den Hals überhaupt angucken, ob der vielleicht verzogen ist. Falls ihr das nachmacht, guckt das direkt am Anfang nach. Sieht aber nicht danach aus. Es gibt Fälle, wo der Hals in sich schräg verzogen ist. In dem Fall hat man eigentlich kaum Chancen, die Gitarren sind eigentlich kaum zu gebrauchen. Hier ist es aber nicht der Fall. Die Gitarre war eigentlich nur nach vorne gekommen, recht gleichmäßig und das sieht so aus, als ob ich die auch gut wieder hinbekomme. Also richtig gut bespielbar machen kann. So, es geht weiter. Jetzt wird die Stegeinlage rausgenommen und tiefer gefeilt. Dazu werden die Saiten wieder gelöst. Seht schon, die Saiten müssen im Moment viel mitmachen, aber das sind ja die alten und die werden eh erneuert. So, die defekte Saite wird erstmal entfernt, Stegpin raus und die Saite raus. Jetzt versuche ich, die Saiten sind ja entspannt. Ich versuche mit der Zange hier die Stegeinlage vorsichtig rauszuhebeln. So. Das hat auch gut funktioniert. Das nächste, was ich mache, da hier ein Pickup verbaut wurde, darunter liegt der Piezo Pickup, versuche ich diesen auch rauszunehmen, weil man richtig viel Glück hat, ist manchmal sogar noch ein Abstandhalter eingebaut, sodass man gar nicht die Stegeinlage verändern muss.
Ich fühle jetzt gerade mal von unten, wie das hier aussieht. Ach, das sind Schrauben. Der Steg wurde sogar mit Schrauben befestigt. Was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Das ist eigentlich nur bei preiswerten Gitarren der Fall. So. So, hier seht ihr, das ist der Pickup. Ich gehe jetzt hochhebe, vorsichtig rausnehme. So, jetzt merkt man aber leider, hier ist also wirklich nichts untergebaut, was eigentlich auch im Normalfall nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, manchmal ist es so, da kann man die rausnehmen, dann liegt alles tiefer und schon ist man fertig. In dem Fall werde ich hier von unten jetzt was abnehmen. Das mache ich am Rollenschleifer, damit alles schön plan wird. Das ist ganz wichtig, damit der Tonabnehmer nachher gleichmäßig von der Lautstärke noch funktioniert. Wer noch nie rumgeschraubt hat an einer Gitarre oder gebastelt hat, die Information erstmal, diese Stegeinlage ist quasi ein Phoenix-Artikel. Selbst wenn ihr den vermurksen würdet und der wäre danach nicht mehr zu gebrauchen, habt ihr nicht viel verloren, ihr kauft euch eine neue und versucht es vielleicht nochmal. Also immer Mut. Das ist also nichts, was man großartig kaputt machen kann. Ich male mir das jetzt auf, was ich abnehmen will. Das ist jetzt Pi mal Daumen. Das ist ungefähr 1 mm im vorderen Bereich. Und im hinteren sind das ungefähr 2. Beim Rollenschleifer und überhaupt beim Abschleifen ist das eigentlich wichtig, dass man einen Anhaltswert hat und immer beobachten kann, wie viel man schon abgenommen hat. So, wie ihr seht, bin ich jetzt am Rollenschleifer. Was ich erst mache, ihr seht den Strich hier, ich nehme erstmal grob ab, das mache ich hier an der vorderen Kante, wenn das Gerät gleich an ist. Und danach werde ich das mit der seitlichen Kante machen, von dem hinteren, von dem langsam laufenden. Damit kriege ich das Ganze dann plan. So, jetzt wird es laut. Ist jetzt alles schon fertig, aber es ist noch nicht wirklich eben. Und das mache ich eben hier am Ende mit der Seite. Jetzt aufpassen. Das sieht eigentlich jetzt ganz gut aus. So, mit dem Rollenschleifer geht es eigentlich relativ zügig. Wenn ihr das mit der Hand machen wollt, wird es sehr viel länger dauern. Geht aber mit diesen Geräten immer vorsichtig um. Vielleicht auch etwas anders, als ich das gerade gemacht habe. Jetzt setze ich die Steganlage wieder ein. Es geht jetzt darum, zu beobachten, wie viel Druck wir noch auf den Steg hier bekommen. So, ich spanne die Seiten mal an. So, mal gucken, wie das mit dem Hals aussieht. Der sieht immer noch in Ordnung aus. So. Jetzt gehe ich mal mit dem 5-Cent-Stück hier zwischen 12. und 13. Bund. Und ich muss sagen, es ist wunderbar gelungen. Die Seitenlage, die stimmt jetzt. Also es passt genau rein. Ich zeige euch das gleich auch noch mit einer Nahaufnahme hier. So, hier hinten, da geht eigentlich nur ganz wenig. Das würde ich aber regulieren erst mit den neuen Seiten. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal wirklich von nahem an, was jetzt bisher passiert ist. So, ihr seht jetzt hier 12., 13. Bund. Ich kann den drunter legen und es ist wirklich nur noch minimal Platz. Lass ich erstmal so durchgehen und ich denke, das wird auch reichen. So, aber jetzt schauen wir uns den Steg auch nochmal an. Die Saiten sind natürlich nicht gestimmt, das hört man. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, dass ihr seht, die Saite kommt hier quasi vom
Holzsteg wird hier über die Stegeinlage geführt und hat kaum Druck. Hier bei den Wassern geht es vielleicht sogar noch, aber ab D-Seite kann man das eigentlich schon vergessen und hier bei den ganz dünnen Seiten B- und E-Seite, da kann man es wirklich komplett vergessen. Was jetzt kommt, das ist die Fräsung in das Holz und das brauche ich, weil hier hinter ist ja noch genug Platz, hier wo die Seite rübergeführt wird, aber hier auf der Seite quasi zwischen Stegpin und Einlage, da werde ich eine kleine Kerbe einfräsen, damit die Seiten vernünftig von unten kommen, mit einem guten Winkel auf die Stegeinlage Druck ausüben können. Diese Fräsung könnte man natürlich denken, das könnte man mit einer Feile machen. Ich habe es früher versucht, es ist unglaublich mühsam, weil dieses Holz, das ist steinhart, das ist eben Hartholz. Das einzige Werkzeug, was mir bisher unterkam, was wirklich gut funktioniert hat, das ist zum Beispiel, in dem Fall hier habe ich das von Bosch, das gibt es von anderen Firmen auch. Das ist so ein Teil hier, ich weiß gar nicht, wie ich das nennt. PMF 180E Multi von Bosch. Sägen, trennen, schleifen. So. Was wir damit machen, da gibt es mehrere Aufsätze dafür. Ich benutze jetzt in dem Fall diesen Aufsatz hier. Ich muss natürlich die Seitenstegeinlage und auch den Piezo jetzt erstmal entfernen. Stegeinlage wird auch noch mal rausgenommen. Der Piezo wird leicht rausgehoben, wird nicht richtig entfernt, aber so, dass er nicht stört bei der ganzen Geschichte. Man kann hier von den Seiten kleine Kerben erkennen, die sich sozusagen automatisch in das Holz reingeschnitten haben. Minimal, aber das reicht. Ich sehe quasi eine Führung. Was ich jetzt mache, ich werde das hier weiter aufschneiden mit dem Gerät, dass wirklich die Seite dann von tiefer kommt und dann schräg hier auf der Stegeinlage dann aufliegt, die Seite. So, der Piezo muss in Sicherheit gebracht werden. Hole ich mir einen Tesafilm. So, damit er nicht stört, fixiere ich den mal. So, die Einschnitte sind gemacht. Jetzt nehme ich noch meine Dreikantfeile und versuche das noch ein bisschen gleichmäßiger hinzukriegen. Das ist im Grunde die grobe Arbeit. So, jetzt wird die Gitarre erstmal geputzt hier etwas, vom Staub befreit. Der Piezo ist jetzt eingelegt wieder. Die Stegeinlage kommt drauf. Noch eine kleine Sache. Für euch zu Hause, falls bei eurer Gitarre die Stegeinlage tiefer sein müsste, als das Holz ist, dann könnt ihr noch einen kleinen Trick machen. Und zwar sägt ihr da nicht nur von hinten auf oder fräst das auf, sondern ihr macht es sogar noch hier nach dem Steg, dass die Seite im Grunde in einer Führung liegt und dann nur auf der Stegeinlage liegt, die aber insgesamt
von der Höhe noch tiefer liegen würde als hier. Das würde funktionieren. Durch die durchgehende Führung von hier nach hier kann die Saite auf jeden Fall frei schwingen und darum geht es. So, das sollte funktionieren. Ich würde sagen, jetzt kommt der Teil, wo die neuen Saiten schon aufmontiert werden. Und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. So, was man eigentlich auch immer machen kann, wenn man schon die Saiten ab hat und die Gitarre es auch nötig hat, dann nehme ich hier spezielles Gitarrenöl und verteile das auf dem Hals. Das dient dazu, dass der nicht austrocknet. Gleichzeitig reinigt man den natürlich auch. Und man kann das auch dafür verwenden, dass man den Korpus auch gleich mal mit säubert. Ja. So, wo wir einmal dran sind, wenn ihr die Saiten einmal alle entfernt habt, habt ihr die Möglichkeit, das ist fast immer nötig, einmal diese Mutter nachzuziehen. Aber vorsichtig, damit ihr die nicht überdreht. Meistens haben die sich im Laufe der Zeit gelöst und man sieht das hier, die sind alle etwas locker. Das führt zu Vibration, wo nachher eventuell keiner mehr weiß, wo die herkommen. Alle suchen irgendwas an den Saiten, dabei ist es einfach die Mechanik, wo irgendein Teil lose ist. So, die Gitarre ist jetzt eigentlich vorbereitet. Wir haben hier eingeschliffen den Steg, die Stegeinlage ist tiefer gelegt, der Hals ist gerichtet, der Sattel ist noch nicht verändert, die Muttern habe ich leicht angezogen und jetzt kommen neue Saiten drauf. Ich benutze in dem Fall zufälligerweise, muss ich sagen, auch Harley Benton. Die sind auch von Thomann, das ist ja diese Thomann Hausmarke. 011er, das ist ein nicht ganz so starker Satz. Und ich denke, dass das für eine Anfängerin genau der richtige ist. Dieser Satz ist beschichtet übrigens, hält dadurch lange und kostet nur 4,90 Euro. Im Grunde weniger als manch herkömmliche Saiten, die nicht beschichtet sind. Ich habe den auch auf meinen eigenen Gitarren drauf und bin eigentlich sehr zufrieden damit. So, ich ziehe jetzt die Saiten auf. So, ihr könnt jetzt sehen, wie ich die aufziehe. Man sieht auch hier schön die Kerben, die ich hier eingeschliffen habe. Die Saiten werden reingesteckt, dann den Pin drauf. Die Endkugel soll letztendlich unter der Decke liegen und wird vom Pin gehalten. Das heißt, der Pin geht an der Kugel vorbei, liegt nachher in dieser Position ungefähr. Wenn ich die Kugel jetzt reinstecke und dann den Pin, ist das nicht unbedingt der Fall. Deshalb werde ich gleich die Kugel noch von unten nach oben wieder schieben. Aber erstmal mache ich alle Saiten in die entsprechenden Löcher rein. Pinne sind alle unten, aber jetzt gehe ich mit der Hand von innen rein. Und dazu ist es wichtig, dass die Saiten noch nicht angespannt und aufgefädelt wurden. Ich fühle, wo die Kugel ist und schiebe die mit dem Finger entsprechend bis vor die Decke. Und das ist bei allen hier nötig. So, diese auch. So, und erst dann spanne ich die Saiten an. Die wird einmal durchgeführt, damit hier ein kleiner Abstand eingehalten. Das ist im Grunde das, was jetzt noch locker ist. Das wird hier stramm aufgefädelt. Der Daumen geht hier oben gegen den Pin hier und drückt scharfkantig die Saite zur Seite. Ich gehe einmal nach oben. Immer aufpassen, dass ihr euch die Saite nicht ins Gesicht fletscht. Mit der Hand nach oben führen und dann führe ich die Saite praktisch jetzt in eure Richtung, damit die sich nicht so stark bewegt, wenn ich hier aufziehe. So. Jetzt wird die Saite nach unten geführt, vom Pin aus gesehen, also zur Kopfplatte hin.
Ihr merkt schon, sie wird stramm. Die ist noch nicht gestimmt. Was ich jetzt aber sofort mache, damit ich mir nicht diese Dinger hier ins Auge haue, ich mache das restliche Seitenende ab, aber nicht mit der Zange, hätte ich jetzt auch zur Hand, mache ich absichtlich nicht, weil dann habe ich immer einen Überstand von 1-2 mm und die sind auch unheimlich scharfkantig. Ich mache es einfach so, ich mache das ganz scharf hier an dem Bolzen vorbei, hin und her, und dann habe ich den in der Hand, und wenn ihr hier fühlt, ist da überhaupt nichts, was euch pieken könnte oder wo man sich verletzen könnte oder auch vielleicht Kleidung mal zerreißen könnte. So, die nächste Seite. Ist eigentlich jetzt immer das gleiche Spiel. Der Unterschied ist eigentlich von der dicken zu den dünnen Seiten. Ich versuche immer etwas mehr Seite aufzuziehen, weil die ja immer dünner sind vom Querschnitt. Und von daher habe ich dann mehr Möglichkeiten, mehr Windungen aufzuziehen. So, schon nach der ersten Hälfte mache ich das Ding hier wieder scharfkantig nach oben in eure Richtung und drehe dann erst weiter. Der Daumen übt immer Druck aus und der andere Finger hier unten zeige ich euch auch mal. Ich mache mal ein bisschen weiter. Dieser Griff hier ist eigentlich entscheidend. Der Daumen übt Druck aus und der Ringfinger oder auch der kleine Finger drücken die Seite am anderen Ende nach hinten, so dass die Seite immer unter Spannung ist, während ich aufziehe. So. Nur wenn die Seite von unten, also von der Mutter aus, nach unten gelenkt wird, habt ihr den richtigen Winkel, wo die Seite auf den Sattel Druck ausüben kann. Das ist immens wichtig, damit ihr einen guten Klang bekommt. So, jetzt wird die Gitarre erstmal vernünftig gestimmt. Dann haben wir die Spannung drauf. Und dann bin ich genauso gespannt wie ihr, wie sich alles so ausgewirkt hat. Die Gitarre ist jetzt gestimmt. Hält die Stimmung auch schon. Seitenlage sieht immer noch gut aus. Der Sattel hier vorne ist eigentlich schon fast in Ordnung. Da würde ich aber trotz allem drei Seiten noch mal etwas tiefer legen, um es einfach optimal zu machen. Ich denke, viele würden es auch schon so lassen, aber ich habe wirklich den Ehrgeiz, alles so bequem wie möglich für den Spieler zu machen. So. Die Gitarre klingt in meinen Augen etwas blechern, hohl. Gut, die kostet 129 Euro. Aber wenn man berücksichtigt, dass die Gitarre einen Pickup hat, müsste man eigentlich abziehen, dann hat man den reinen Gitarrenpreis. Dafür ist sie eigentlich okay. Und zum Üben wird die Gitarre eigentlich richtig bequem. Das ist jetzt eigentlich schon ziemlich bequem. Aber wie gesagt, den Sattel, den stellen wir jetzt auch noch etwas ein. So, jetzt geht es hier um den Sattel. Ich möchte hier so wenig Druck ausüben müssen wie eben möglich. Das heißt, ich schone meine Finger, das Spielen macht mehr Spaß, nichts tut weh und ich kann länger üben. So, wie macht man das am besten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch meine, die ich benutze. Wenn ich hier drauf drücke mit dem Finger, sehe ich den Abstand zum ersten Bundstäbchen. Drücke ich hier drauf und tippe dann hier drauf, sehe ich den Abstand zum zweiten Bundstäbchen. Und der Unterschied, das ist das, was wir einstellen. Ich möchte
den Abstand vom ersten Buntstäbchen so einstellen, wie er ist, wenn ich beim ersten drauf drücke und dann wie er beim zweiten ist. Hier ist auf jeden Fall weniger Platz und deshalb werde ich den Sattel hier so einfallen, dass er hier auch weniger Platz hat. Die erste Seite löse ich etwas, hebe sie mit den Fingern ganz einfach hier raus, nehme eine ganz normale Dreikantfeile und feile vorsichtig in die vorhandene Kerbe. Mache das natürlich nicht sofort richtig tief, weil ich möchte nicht unnötig Arbeit haben und das wieder aufbauen müssen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich drücke hier drauf. Ihr seht, das ist schon weniger geworden. Und hier ist es schon fast mehr als beim ersten. Das ist also super geworden. Die ist jetzt ja noch etwas lockerer. Ich stimme die jetzt wieder auf den Originalton. So, jetzt könnte die Zwischenfrage natürlich kommen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier zu tief eingefeilt habe? Dann würde die Saite hier aufliegen und natürlich entweder klirren direkt, weil sie direkt beim Anschlagen schon berührt, oder direkt den Ton erzeugen, der hier beim Drücken käme. Ist alles halb so wild. Man würde ganz einfach die Saite wieder raushebeln und in die vorhandene Not würde man einfach einen Tropfen Sekundenklebe einfüllen, über Nacht aushärten lassen und dann würde man das Ganze wieder von neuem einschleifen. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr den ganzen Sattel sozusagen vielleicht verunstaltet hättet, was eigentlich mir noch nie passiert ist, dann würdet ihr dieses Teil als Ersatzteil für wenig Geld kaufen können. So, die Gitarre ist gestimmt, lässt sich sehr schön greifen. Barré-Griffe wären ein Kinderspiel, wenn man sie einigermaßen kann. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Gitarre zum Üben jetzt wirklich einmalig gut ist. Das war's auch schon. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Und ansonsten, wenn ihr solche Experimente vorhabt, denkt daran, ihr macht es auf jeden Fall auf eigene Verantwortung. Ich persönlich würde es eigentlich jedem empfehlen, zumindest wenn es eine preiswerte Gitarre ist und wenn ihr nicht zwei linke Hände habt, es kann eigentlich nicht viel daneben gehen. Man muss natürlich immer vorsichtig mit den Gitarren umgehen, im Handling, dass nichts überhaupt beschädigt wird. Aber die Sachen, die ich euch gezeigt habe, sagen wir, bis auf die Fräsung hier unten, das ist aber auch sehr selten eigentlich der Fall, dass es gemacht werden muss. Die Stegeinlage selber ist ein Ersatzteil, was man kaufen kann. Den Sattel, habe ich euch gezeigt, ist auch ein Ersatzteil, was man kaufen kann. An dem Hals kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen, wenn man den verstellt. Also da könnt ihr auf jeden Fall rangehen. Beim Fräsen, wenn ihr das euch nicht selbst zutraut, schaut mal, ob ihr in der Verwandtschaft oder unter bekannten Freunden jemanden habt, der vielleicht etwas Routine mit diesem Fräsgerät hat. Dann ist das wahrscheinlich auch kein Problem. Ja? Aber das ist auch wirklich, wie gesagt, selten der Fall. So, ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr das vorhabt, und vor allen Dingen viel Erfolg.